Herzlich willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns in Breida und wollen eigentlich weiter Richtung Osten. Und ich bin überlegen, ob wir hier in den Gemischtwarenladen vorher nochmal reingehen. Ich hoffe, dass er sowas hat. Wir brauchen Winterstiefel. Sowas hast du nicht, ne? Das ist nicht so gut. Was haben wir denn sonst noch hier? Markt scheint nicht zu sein. Und was anderes haben wir hier nicht. Das ist das Problem. Dann würde ich sagen, dass wir weiterreisen. Also wir sind hier in Breida und wir haben hier in Kravik nochmal eine weitere, was die Überfälle betrifft, eine weitere Kontaktperson. Könnten wir auf jeden Fall mal hinmachen, würde ich sagen. Auf nach Peilin oder so ähnlich. Nein, lange Rast. Hallo, wir haben gerade gepennt. Nein! Was zum Teufel? Warum willst du denn jetzt schon Rast machen? Nö. Okay, wir sind total erschöpft. Wenn du das sagst, dann glaube ich das mal. Du darfst auf Kräutersuche gehen. Und zwar 3 Stunden. Oh, du hast was gefunden. Ich werde ja nicht mehr. Mein lieber Scholli. Feines Ding. Okay. 8 Stunden, sagst du, reicht aus. Ja, dann glauben wir dir das mal. Oh, ja, genau deswegen wollte ich diese Stiefel haben. Gucken, ob wir die noch kriegen. Im Körper hat eine böse Verfärbung. Frostschäden. Chojin genau dasselbe. Das passiert, wenn wir nachts draußen pennen. Und ihr seht ja, Vierungsfrostig. Wir haben... Es müsste Zar sein, also Februar, kältester Monat. Das ist nicht gut. Firon und Zar sind die kältesten Monate. Wie bei uns Januar, Februar genauso. Und da müssen wir mal gucken. Ja, wir reisen weiter. Durch mal Eilmarsch. Ich glaube, das ist wegen dem... Weil es so eisig ist. Deswegen wollen die so schnell Rast machen. Ja, mach mal Rast. Krrr. Talent anwenden. 2 Frostschäden, das gibt's doch nicht. So. Als erstes. Schnell verstauen. Dankeschön. Und dann musst du etwas entnehmen. Und zwar Kräuter einer Sorte rausnehmen. Und zwar Würselkraut. Wie viele? 2 Stück. 2 habe ich gesagt. Ah, oh, schon wieder das. Selbe Problem wie beim letzten Mal. Egal. Beutel schließen. Dann gehen wir auf Talent. Und das wird sehr wahrscheinlich schief gehen. Heilkunde Krankheit. Auf dich. Chojin hat in der Nacht Frostschäden erlitten. Für eine Behandlung bildet man Würselkraut. Ja. Ist nicht gelungen. Ich pack's ja nicht. Ist das ein Scheiß. Genau deswegen. Die Krankheit kann man selber behandeln, glaube ich. Kann sich nicht selber behandeln. Okay. Dann... Heilkunde, Krankheit auf dich. Muss ich noch erholen von dem letzten Mal? Wirk. Ja, ich hätte ihn, also Brendel, Odin behandeln sollen und Odin hätte dann Chojin. Jetzt können wir nur einmal machen. Das hat ja wie immer wieder super geklappt. Ja, ruhig 4 Stunden sogar, meinetwegen. Keine Kräuter. Legt euch schlafen. Ich glaube, das geht gerade total in die Hose hier wieder mal. Und nochmal ein Kampf. Den wir natürlich Autokampf machen. Haut's aus den Latschen. Ufte Schnäbel. Umzingelt. Aber tapfer standgehalten noch. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Einen Silberring. Das ist interessant. Wir nehmen mal ruhig alles mit. Nein, wir sind Helden. Vor weiter. Euch erstreckt sich ein sumpfiges Bachufer. Dies wäre ein guter Platz, um die Reise... Ja, gut, dann mach mal. Dann mach mal. Du darfst Heilkunde Krankheit machen. Auf. Ach, du hast sowieso gar kein Würselkraut. Das klappt sowieso nicht. Da fällt mir gerade ein. Ein Würselkraut. Eher gesagt, 2 Würselkräuter an dich.
Obwohl, Moment mal. Besser wäre, wenn das nur du machst. Du hast wenigstens einen Punkt mehr da drin. Krankheiten 9 und 8. Okay. Heilkunde, Krankheiten auf dich. Ja, bitte. Was? Er hat ihm schon wieder alle gegeben. Ich pack's ja nicht. Was ist denn das für ein Bug? Seltsam. Heilkunde, Krankheiten auf ihn. Es ist leider nicht gelungen, bei Odin etwas zu erreichen. Super. Ja, wir reisen weiter. Schlaft gut. Ich glaube, nach einer Woche permanenten Schaden. Ja, ja, das können wir voll knicken. Mach ich nicht. Niemals! Nicht mit uns. Und da stehen wir vor dem Gebäude und haben... Ah ja, das war das mit dem Mädel gewesen. Genau, da haben wir ausprobiert, ob das nochmal klappt beim letzten Mal. Ja, das ist ein fieses Ding. Vielleicht sollten wir wirklich den Winter abwarten, dass wir haben schon extrem hohen Kälteschutz eigentlich. Wo konnten wir das denn nochmal sehen? Attacke, Modifikation, Status, Hunger, Durst. Im zweiten Teil können wir das, glaube ich, direkt sehen, ne? Nicht hier. Na, ja, das ist das Problem, das verwirrt mich gerade. Aber wir haben voll viel. Wir haben Wintermäntel an. Die geben uns 8 Kälteschutz. Das ist schon richtig klasse. Wir könnten uns, glaube ich, nur noch Schuhe holen, die mehr geben. Moment mal. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass das Kälteschutz gibt. Doch, das gibt einen weiteren Kälteschutz. Okay, das ist nicht schlecht. Dann rüste ich euch jetzt schon damit aus. Ganz einfach. So sieht's aus. 1, 2. Was natürlich Chojin kein Stück hilft dabei. Muss man natürlich auch bedenken. Ah ne, das hat ja auch einen Kälteschutz. Das bringt gar nichts. Nässeschutz 1, Kälteschutz 1. Entschuldigung. Ja, das ist natürlich totaler Wirk. Schade. Schade, schade. Trotzdem schon anziehen. Warum eigentlich nicht, ne? Komm, sei's drum. Panzern wir euch. Panzern wir euch. So sieht's aus. Jetzt werdet ihr gepanzert, obwohl ich das erst bei Stufe 4 wollte, aber okay. Okay, erst da rein, dann dahin. Also uns doch nochmal umentscheiden. Sollten wir es auf jeden Fall schon mal da hinlegen. Da wir auch viel mit Auto-Attacke arbeiten, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dick gepanzert. Nice. Bewegung 5 nur noch. 5. 5. Oh, du hast 7 noch. Du hast 7 noch. Na, was können wir bei dir weglegen? Das Bastardschwert vielleicht. Ja, würde ich sagen so. Dann hast du das als Ausgleichklinge.
Entschuldigung. Ja, das ist ganz schön viel Gewicht. Das Brecheisen vielleicht noch hier rüber. Geht das? Ah, dann rutscht es schon ab, ne? Hey, Moment mal. Wieso hast du einen weiteren Bogen? So ein Blödsinn. Hast du deinen Bogen noch? Ja, hast du. Dann schmeiß den doch mal weg, bitte, hier. Bleibst trotzdem bei 7. Okay, Brecheisen legen wir rein. Genau wie Hammer. So, und damit seid ihr wieder auf 7 und auf Kurs. Gut. So viel dazu. Ja, wir haben es aber stärker ausgerüstet. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich brauche wieder mal einen Bonbon. Ja, nicht nur bei denen ist frostiger Vierun. Bei mir auch. Oder bei uns in Deutschland. Und ich bin dauerkrank eigentlich seit Monaten. Das zieht sich immer wieder hin und her. Hab zwar jetzt kein Fieber und war auch eine leichte Lungenentzündung, die ich vor einiger Zeit hatte. Ist aber alles wieder halbwegs gut. Kein schönes Ding, sage ich euch. Jetzt ist die Überlegung. Wollen wir es nochmal versuchen und einfach hoffen, dass sie nicht erwischt werden mit Frostschäden und dergleichen. Oder wir kommen wieder und machen das lieber zu einer anderen Jahreszeit und bleiben lieber auf dem Schiffweg sozusagen. Ich hoffe halt, dass das hier nicht voll der Wichtige ist in Kravik. Wir sind halt recht nah gerade dran auch, ist das Blöde. Pff, am liebsten würde ich hier hingehen und dann hier hoch. Aber da ist ja wirklich jetzt so kalt. Ich weiß auch nicht, ob wir hier durch können während dieser kalten Zeit. Aber ich sag mal so, da, 12. Zar, da steht's. Da müsste ja eigentlich bald, was kam noch, Zar? Breine? Fex? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall müsste bald März sein. Das müsste jetzt Februar sein, Zar. Dann wird es wieder wärmer im Frühling und dann würde das auch gehen. Ich könnte natürlich jetzt 2 Wochen irgendwo verbringen, aber vielleicht brauche ich auch bis dahin 2 Wochen und dann ist das ja wieder in Ordnung. Aber momentan ist halt das Wetter echt übel. So, du kommst nach vorne. Und dann wollen wir einfach hoffen, dass das wieder geht. Auf einer Lichtung könnt ihr einige Wildschweine erkennen, die gerade den Grund nach essbaren Wurzeln durchwühlen. Wollt ihr? Ja, versuch mal. Die Wildschweine haben euch gewittert. In wilder Flucht sprengen die überraschten Tiere davon. Das kann man alles vergessen mit der Truppe so. Nee. Aber wir sind direkt erschöpft. Das ist so krass. Das verstehe ich nicht. Wieso sind wir nach Sekunden erschöpft? Na ja, gut. Kräutersuche, 2 Stunden. Du findest echt was. Das ist nicht schlecht. 2 Stunden schlafen wird wohl kaum ausreichen. Das Problem ist, bei dem Wetter sollte man eigentlich nicht lange schlafen hier. Auf in den Kampf. Na ja, gut. Kampf ist auch noch alles in Ordnung. Nicht in Ordnung ist Frostschäden. Kann ich ganz schlecht mit dem gehen, mit dem Mist. Victory. Ein bisschen Geld. Die Gegenstände könnt ihr behalten. Ah, das ist so krass. Wie wird das erwürfelt? Konstitution, Roll 20, Auto Failure. Erfrierung. Ach du Jemine. Weiter geht's, Jungs.
Wir gehen 2 Meter, das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz, ey. Der springt direkt auf 5, wenn ich auf OK gehe. Ich weiß nicht warum. Da stimmt irgendwas mit der Anzeige nicht mehr. Achso, die muss ich jetzt wieder rausholen, ne? Vielleicht haben wir Glück. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir Glück hätten. Tja, hat nicht geklappt. Frostschäden, krank. 8 Stunden. Weiterreisen. Eilmarsch. Es kann auch sein, dass wir... Ihr habt schon längere Zeit das Gefühl, als würdet ihr von mehreren Augen beobachtet. Da erschallt aus dem Wald eine Stimme. Geld oder Leben? Wollt ihr? Wir versuchen mal zu verhandeln. Würde es euch etwas ausmachen, einen Wegzoll von 15 Dukaten pro Person zu zahlen? 70, 7 mal 5, 35, 105 Dukaten, das ist fast alles, was ich habe. Nimm unser Geld, aber verschon unser Leben. Das sind die Gesuchten. Zieht blank, Ritter. Ihr kriegt unser Geld nicht, aber wir euer Leben. Das sind die Gesuchten. Zieht blank, Ritter. Vielleicht haben sie dann Angst und fliehen. Nö. Dem ist nicht so. Haut's aus dem Latschen. Eieiei, hier. Nahema kriegt's mal wieder auf den Sack. Eieiei, Nahema kriegt's auf den Sack. Und da haben wir eine Vergiftung. Stopp, stopp. Sofort dreifach Stopp. Diese mutige Nahkämpferin Nahema, ne? Die ist echt lustig. Was ist denn hier passiert? Hast du deine Waffe verloren oder was? Was ist denn hier passiert? Ich kann nicht mitbekommen. Dann müssen wir das natürlich so machen. Ups. So, Nahema. Einmal da hinten rüber. Hoffentlich halten wir sie ein paar Sekunden außer Rand. Sonst ist sie schön weit weg. Das ist gut. Wir machen weiter. Oh, sie hat doch noch eine Position gefunden, wo sie kämpfen kann. Ja, sie kriegt es wieder dick auf den Sack. Stopp, stopp. Das ist so lustig hier mit der. Die hat einfach zu viele Bewegungspunkte. Schade, dass ich nicht sagen kann, Person, mach jetzt gar nichts, der Rest ist Autokampf. Das ist sehr schade, dass das nicht geht. Du hast auch gar keine Waffe. Toll, Rondra. Sehr gut. Aber es hat ihn nicht ganz getötet. Harika rückt nach, das ist vollkommen in Ordnung. Abwarten. Los, gib ihm den Rest. Sehr gut. So, da haben wir einmal das Dilatara, das will auf jeden Fall die Ferjaria zurückhaben. Und den Zweihänder kriegst du. Das ist echt fies, wenn man eine Waffe verliert. Der Rest, ich hoffe nicht, er ist magisch. Ja. Oh, das ist mein Blut, ja, wir rasten auf jeden Fall. Erstmal, weil wir uns die Waffen reparieren müssen. Siehst du überhaupt aus? Wenige Kratzer, das ist vollkommen in Ordnung. Du gehst wieder auf Schild. Da du sonst so viel Schaden wieder nimmst. Schnell verstauen. Dankeschön. Und bei dir wenige Kratzer, gut zu wissen. Wenige Kratzer, der Rest ist ja magisch. Ja, du siehst nicht gut aus.
Dann versuchen wir nochmal unser Glück. Erstmal machen wir Kräuterkunde. 3 Stunden. Leider keine Kräuter entdeckt, schade. Und wir versuchen nochmal unser Glück mit... Obwohl, ich gehe jetzt hin und mache mit Speichern und Laden, bis es klappt, damit wir weiterziehen können. Sonst wird das wieder nichts. Bis demnächst, euer Chojin.